Seit Version 16 in Dutops Boost haben wir eine tolle Funktion, die verhindert, das unstabile Verhalten von geschnittenen Teilen und Konturen wegen Gashochdruck bei der Verfahrwegen. Also in dem unteren Bild haben wir die Situation, wo sich die Konturen bei Standardbearbeitung unstabil verhalten, und an dem oberen wird das Bild gezeigt, wo der Gasdruck nach dem Schneiden von einem Kontur, ehe man zu dem nächsten Kontur fährt, ausgeschaltet wird. Das führt dazu, dass die Kollisionen deutlich unwahrscheinlicher werden. Aber das hat auch seine Konsequenzen. Wenn wir hier ein Beispielprogramm anschauen, was von einem polnischen guten Kunden zur Diskussion gezeigt wurde, kann man sehen, dass wenn im Teil auch Markierungen stattfinden oder auch sehr kleine Konturen nacheinander geschnitten werden, muss nicht unbedingt der Gas ausgeschaltet werden. Bei dem Gravieren ist das ganz einfache Erklärung. Es sind Konturen, die nur markiert werden, die Konturen fallen nicht runter. Also bei der Positionierung zwischen Elementen oder auch Konturen, die gegraviert werden, muss der Gas nicht ausgeschaltet werden. Was kann man damit machen? Also, wir haben eine kleine Applikation, in die wir jetzt eine LST-Datei laden. Also, ich schiebe hier in diese Applikation eine LST, die eben in Boost vorbereitet wurde. Und schauen uns jetzt das Bild von dem vorbereiteten Programm an. Und man kann hier, wenn man das etwas vergrößert, sehen, die blauen gestrichenen Linien, das sind Positionierwege und diese Wege sind jetzt alle mit einer blauen Linie, aber nicht Kontinuum, sondern gestrichene Linie. Also das bedeutet, dass hier der Gas ausgeschaltet wird. In dieser Applikation, wenn wir in die Eigenschaften von der Maschine reingucken und die Optionen für die Konvertierung auch anschauen, dann haben wir eine Option: Reduziere das Gas aussch die Gasausschaltungen, und wir können hier noch sagen, zu welchen Bedingungen diese Ausschaltungen reduziert werden. Und hier bei dem Kennzeichnen haben wir 15 mm eingestellt für Verfahrwege. Wenn die kürzer sind als 15 mm, wird der Gas nicht ausgeschaltet. Und ähnlich haben wir hier bei dem Schneiden ein Parameter dafür gesetzt, dass die Entfernungen, die kleiner sind als 5 mm als Positionierwege, werden wir auch den Gas nicht ausschalten. Also mit diesen Bedingungen machen wir jetzt diese Konvertierung. Und nach der beendeten Konvertierung schauen wir uns wieder das Programm an. Und wenn wir hier wieder den Preview auswählen und dann uns vielleicht hier das Gravieren anschauen, dann sehen wir hier, dass wir zwischen diesen Elementen, zwischen diesen gravierenden Elementen, eine feste blaue Linie haben. Also bedeutet das, dass hier auf diesem Weg der Gas nicht ausgeschaltet wird. Der Gas wird aber ausgeschaltet, wenn wir zum Beispiel zwischen diesen Gravierungen im Rahmen von einem Teil uns positionieren
Und das ist hier auch so vernünftig, weil dazwischen ein anderes Teil liegt, welches vielleicht sich dann unstabil benehmen würde. Bei den kleinen Konturen, wo wir hier dieses 5 mm Kriterium hatten, konnten wir auch das vermeiden, dass der Gas hier auf diesen Strecken nicht ausgeschaltet wird. Also mit der Hilfe von der neuen Funktionen von TruTops Boost und dazu noch dieser zusätzlichen LSD-Nachbearbeitung, denn dieser Nachbrenner kann natürlich mit TruTops Boost integriert werden, bekommt man dann ein deutliches Ersparnis und dazu auch die behaltene Funktionalität von der sehr guten Sache, dass man dann den Gasdruck zwischen Konturen ausschalten kann. Bei Fragen bitte melden. Die Adresse ist tops@plpl.trumpf.com. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.